Ja, und damit sage ich wieder Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Workers and Resources Soviet Republic. Und wir haben ja beim letzten Mal aufgrund der fortgeschrittenen Zeit aufgehört, nachdem unsere Kiesversorgung soweit steht. Und wir wollen hier an der Stelle eben heute weitermachen und uns darum kümmern, dass eben unsere komplette Baustoffversorgung entsprechend fertig sein wird. Dazu machen wir uns jetzt als erstes unser Raster wieder an, damit wir hier auch schick bauen können. Und was machen wir als erstes, wo wir unseren Kies weiterverarbeiten können? Das wäre als allererstes ein Zementwerk. Ah, nee, Quatsch, stopp. Nein, das Zementwerk brauchen wir natürlich erst ein bisschen später. Wir brauchen erst einmal ein Stückchen kleiner, und zwar ein Betonwerk. Und zwar stellen wir das hier möglichst neben die Straße, möglichst so, dass es hier auch gleich mit angeschlossen ist für die Fußgänger. Und dass es hier auch angeschlossen ist an unsere Verteilung von dem Kies, und zwar aber bitte an die untere Leitung, weil die nach links weiterführt, die brauchen wir noch für unsere andere Firma. Und da würde ich jetzt mal sagen, wir packen das hier entsprechend so hin. Da ist das Ganze ganz gut aufgehoben. So, das wäre jetzt hier schon mal das erste. Und wir haben es gerade gesehen, hier drüben kommt die Versorgung raus. Und dazu braucht man jetzt das nächste Stück. Und zwar brauchen wir hier eine Kreuzung bei der Werksverbindung, weil wir hier entsprechend mehrere Sachen gleichzeitig versorgen müssen. Ihr seht dann gleich, wovon ich spreche. Das Werk braucht nämlich ach so, kann ich euch jetzt noch nicht zeigen. Kann ich euch erst zeigen, wenn es fertig ist. Oder vielleicht kann ich es euch hier zeigen. Betonwerk, genau. Das verarbeitet Kies und Zement eben zu Beton. Der Kies kommt übers Förderband, den Zement kriegen wir vom Zementwerk. Und weil unser Plattenfertigteilwerk, was wir später bauen werden, eben auch Zement braucht, müssen wir hier eine Kreuzung machen, damit wir vom Zementwerk eben einmal hier reinfahren können, und dann geht es da noch nach oben weiter zu entsprechend dann unserem Plattenwerk. Genau. Gut, dann, weil wir es gerade angesprochen haben, stellen wir das auch gleich hin. Und zwar das Zementwerk. Das ist jetzt leider ein bisschen blöd, weil es nur diesen einen Anschluss hat. Deswegen müssen wir den Anschluss für die Straße da nach hinten verlegen. Das ist jetzt aber auch kein Beinbruch. Das kriegen wir trotzdem hin. Und können wir hier auch entsprechend regeln, dass das soweit passt. Ich glaube, dass das hier reichen könnte. 2, 4, 6, na doch. Das müsste eigentlich reichen, damit das alles hingeht, was ich hier noch gerne hinbauen würde. Wir stellen das jetzt hier mal entsprechend auf. Und damit das Ganze dann auch versorgt wird,
braucht man, und dazu habe ich jetzt hier wieder Gabelstapleranlage. Braucht man hier noch eine Gabelstaplergarage, beziehungsweise wir werden gleich zwei bauen. Und zwar würde ich die eine einfach ganz gerne hier drin stehen haben. Die Frage ist, haut das hin, wenn ich das so gerade mache? Vielleicht gehen wir da einfach so nah wie möglich da dran. So, und dann bauen wir noch eine zweite, die werden wir nämlich auch brauchen. Und zwar machen wir die hier direkt daneben. Dann haben wir nämlich das hier schon mal sichergestellt. Wofür und weshalb das, keine Panik, kommt alles noch. Dann schließen wir das jetzt hier erst einmal an die Straße an. Wir schließen das auch an die Straße an. Vielleicht können wir noch ein bisschen einen stärkeren Winkel machen. Und die hier schließen wir auch an die Straße an. Und damit ist der Teil hier soweit entsprechend schon mal versorgt. Damit können wir ganz gut leben. So, jetzt müssen wir natürlich noch schauen, dass unser Zementwerk irgendwie Kies bekommt. An der Stelle vielleicht nochmal dazu gesagt, falls ich irgendwo zu schnell bin, bitte einfach entsprechend dann nachfragen. Und dann gehen wir einfach nochmal bei passender oder unpassender Gelegenheit drauf ein, ne? Also das ist überhaupt kein Problem. So, jetzt würde ich ganz gerne das so machen, dass wir hier einmal entsprechend das Zementwerk angeschlossen haben. Und das sollte dann eigentlich so passen. Und dass wir hier eben mit unserem Gabelstaplerweg hier noch unten durchkommen. Jetzt ist nur die Frage, da weiß ich jetzt nämlich leider nicht so ganz genau, ob das so entsprechend reichen wird. Deswegen, die Straße kommt dann gleich. Wir bauen jetzt hier erst einmal weiter. Wir haben jetzt von hier unseren Kies, der geht zum Zementwerk und zum Betonwerk, und der wird dann auch noch zum Fertigplattenteil Teilebau weitergeleitet werden. Aber wir brauchen natürlich auch noch für die ganzen Baustellen und so weiter, wo wir nur mit dem LKW hinkommen, brauchen wir entsprechend auch noch ein eine Möglichkeit. Okay, wir kriegen das tatsächlich hier nur da angeschlossen. Ne, so wird es tatsächlich gehen. Dass wir hier eine LKW-Ladestation haben. Dann stellen wir die auch entsprechend hier hin. Und dann wissen wir nämlich auch schon langsam, wo unsere Straße hier vorbei führen wird. Das ist soweit ganz gut. Und dann kommen wir nämlich jetzt hier auch gleich zu einem ganz wichtigen Punkt, den viele immer gerne vergessen, habe ich gesehen, als ich mir das Ganze hier entsprechend zu Gemüte geführt habe. Wir müssen natürlich das ganze Gebiet hier irgendwann später mit Arbeiter versorgen. Und damit wir da keine Probleme kriegen, und nachdem die auch nicht alle sofort ein Auto haben werden, müssen wir auch welche mit dem Bus dahin schicken. Und deswegen will ich nicht, was viele Leute gerne und oft dann mal vergessen, auch die Bushaltestelle einplanen. Und Und
will da rechtzeitig dran denken und die dann nicht am Schluss irgendwo hin basteln müssen, wo sie vielleicht gar nicht so wirklich hundertprozentig reinpasst. So, jetzt haben wir hier unseren Anschluss für die Straße. Das heißt, wir könnten wahrscheinlich hierher gehen und da entsprechend in der Reihe die Straße lang führen. Ich mache jetzt das jetzt gerade mal so als kleine Hilfslinie, damit wir das nicht vergessen. Baue ich da schon mal ein Stück, wenn das nichts ist, dann können wir das ja immer mal noch wieder wegmachen. Und genau, ich möchte da so nah wie möglich dran eine Bushaltestelle einplanen. Und zwar aus dem einfachen Grund, diese LKW-Beladestation ist so ziemlich, jetzt meine ich auf einen Millimeter genau, aber grob kann man das quasi als das Zentrum unserer Produktion hier betrachten. Und wenn ich dann quasi die Bushaltestelle in das Zentrum baue, dann sollte die entsprechend hoffentlich alle Gebiete, die da so dranhängen, versorgen können. Wir werden es dann aber später nochmal überprüfen, ob wir damit auch hinkommen. Aber wie gesagt, so als grobe Richtlinie, glaube ich, können wir das durchaus nehmen. So, und bevor wir die Straße jetzt hier weiterbauen, brauchen wir dann nochmal eine kleine Mod, weil die Gabelstapler müssen nämlich tatsächlich hier die Straße kreuzen. Und dazu brauchen wir entsprechend auch eine Kreuzung, weil logischerweise es funktioniert das Ganze sonst nicht. Und dann haben wir nämlich diese Ecke auch schon fast fertig. Jetzt brauchen wir hier eigentlich nur noch unser Fertigbetonteilwerk. Und das ist ausnahmsweise keine Mod, weil das ist alles soweit vorhanden, auch mit den entsprechenden Anschlüssen. Da müssen wir gar nicht großartig rumeiern. So, jetzt hätte ich das gerne so nah wie möglich da dran. Da kommt die Versorgung rein. Und da haben wir dann hoffentlich entsprechend den Straßenanschluss. Das sollte eigentlich soweit klappen. Jetzt schauen wir gerade mal, dass wir hier noch den Weg für unsere Gabelstapel dran fummeln. Ja, das sieht richtig gut aus. So, damit kommt dann eben der Zement, der hier produziert wird, wird mit dem Gabelstapel abgeholt. Und zwar fahren die dann von hier nach da und von hier nach da. Und dann sind alle versorgt. Den Kies kriegt er hier übers Förderband. Und damit ist dann hier soweit alles gut. Die Strecken sind eigentlich halbwegs gerade. Jetzt machen wir hier natürlich noch die Straßenverbindung entsprechend. Können wir das jetzt hier irgendwie so machen, dass es schön ausschaut. Ja, warum eigentlich nicht? Es muss ja nicht alles immer 90 Grad und hast du nicht gesehen. Man kann sich ja auch ein bisschen entsprechend anpassen an die landschaftlichen Gegebenheiten. Ne? Und dann können wir jetzt eigentlich hier auch gleich hergehen, weil das entsprechend, und die können wir jetzt auch ruhig gleich bauen,
das wird ja eben unsere Hauptverkehrsader, sage ich jetzt einmal. Und die hätte ich dann tatsächlich gerne mit Bürgersteig und Straßenlaternen. Alles andere hier kann der Lehm bleiben. Oder vielleicht können wir auch hergehen, weil wir hier schon angefangen haben. Und einen Kies draus machen. Das ist jetzt auch nicht das Hässlichste. Dann schaut es ein bisschen schick und einheitlich aus. Es soll ja auch ein bisschen was fürs Auge dabei sein. Worauf ihr auf alle Fälle achten müsst, es kann sein, dass irgendwann mal Leute zum Beispiel von der Bushaltestelle nicht überall hingelatscht kommen. Und es kann unter Umständen daran liegen, dass irgendwo eine Straßenverbindung nicht ganz richtig liegt. Da würde ich dann einfach mal manuell nochmal alle prüfen, bevor die große Verzweiflung einsetzt. Und dann einfach einmal gucken, ob vielleicht irgendwo noch eine Lücke ist, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Wir werden jetzt auch gleich schon mal ein bisschen an die Zukunft denken. Und damit später dann die Leutchen auch mit ihren eigenen Autos zur Arbeit kommen können, gönnen wir denen hier einen schicken Parkplatz. Und zwar hier so irgendwo in der Nähe von der Firma. Beziehungsweise ja so halb-halb. Machen wir das so. Und bauen hier noch einen großen Parkplatz hin. So, damit hätten wir dann, wie gesagt, schon die erste Hälfte. Der Kies kommt von hier. Der Kies geht ins Betonwerk. Der Kies geht ins Zementwerk. Und der Kies geht zu den Plattenbaufertigteilen. Und genauso geht der Zement zum Betonwerk und der Zement zu den Plattenbaufertigteilen. Und das war eben das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ziemlich viele komplexe Zusammenhänge. Man muss da einfach groß denken. Häuschen für Häuschen bauen ist hier bei dem Spiel gar nicht so einfach und deswegen lohnt es sich da eben auch diesen Planungsmodus zu nutzen und auch sich vorher ein bisschen Gedanken zu machen, was will ich denn gerne haben und wo und wie und wer gegen wen. Und ja, da sollte man sich eben entsprechend ein bisschen damit befassen. Gut, was fehlt uns jetzt hier noch für unsere ganze Baustoffversorgung? Wir hätten natürlich auch gerne noch eine Asphaltanlage. Und auch die braucht Kies und Bitumen. Bitumen werden wir dann erst einmal importieren müssen. Aber dazu kommen wir dann später. Die hat den Straßenanschluss hier und den Dingsanschluss hier. Jetzt schauen wir, dass wir das so weit wie möglich da dran bringen. Ich versuche es noch ein bisschen minimal zu drehen. Ja. Ja, warum eigentlich auch nicht? So. Oh nein, ich will es aber natürlich nicht mit Rubeln finanzieren, sondern, also will ich schon, aber nicht gleich. So, wir bauen es jetzt hier hin. Und dann machen wir die Straßenverbindung hier hoch. Die ist sogar halbwegs gerade. Das gefällt mir soweit ganz gut. Damit haben wir dann auch die Asphaltanlage für unseren künftigen Straßenbau. Und dann wollen wir natürlich auch noch eine Ziegelfabrik. Und die Ziegelfabrik kommt nach hier oben. Und zwar so, dass wir hier auch einen Straßenanschluss haben. Jetzt schauen wir mal, wie weit können wir da. Ja, machen wir das doch einfach gerade und so nah wie möglich da dran. Dann kann nicht viel schief gehen.
Frage ist jetzt. Na ja, komm, das wird schon hinhauen. So. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. So, und jetzt hat er ganz wichtig, weil wir hier ja auch später unter Umständen Sachen exportieren wollen, die wir hier so produzieren, brauchen wir A, was zum Lagern und B, was zum Lagern, von wo aus wir dann auch Sachen wieder wegtransportieren können. Und dafür gibt es, wie ich finde, eine ganz schicke Mod. Ach Quatsch, Konstruktion. Mod. Jetzt weiß ich bloß gerade nicht, ist es hier beim, genau, das war bei Lager. Obwohl es eigentlich im weitesten Sinne auch eine Ladestation ist. Und zwar da nehmen wir das Multirail Large Open Storage. Und ihr seht schon, das hat Anschlüsse ohne Ende. Wir müssen das Ganze jetzt nur rumdrehen, weil ich hätte nämlich ganz gerne die Straßenanschlüsse oben. Und dann muss ich noch ein bisschen die Karte hier kippeln, weil ich das nämlich gerne sehen würde, was ich da tue. Tatsächlich brauchen wir zwei Anschlüsse. Einmal natürlich von unserem Plattenwerk, ganz klar. Und dann sollten auch die Ziegel hier rein. Und auch das sieht schon so aus, wie ich mir das vorstelle. Eins sei an der Stelle noch gesagt, ganz egal, wie ihr das haltet mit Einebnen von Gelände und so weiter und so fort. Unter so einem Gebäude wie dem hier solltet ihr auf jeden Fall ebnen, weil bei Mod-Gebäuden kann es immer mal wieder passieren, wenn das jetzt hier komisch auf irgendwelchen Buckeln steht, dass dann das Gras und so weiter durch wächst, und für die Freunde der Optik sei gesagt, das sieht halt einfach kacke aus. Und deswegen, ja, das wollen wir nicht. Wir wollen ja auch ein bisschen schick bauen, ne? Und von dem her darauf achten, dass auf jeden Fall unter den Mod-Gebäuden immer schön alles flach ist, damit da nichts schief geht. Genau, und damit wir hier nicht nur mit dem Zug alles wegfahren können, brauchen wir, jetzt weiß ich bloß gerade nicht, unter welcher Kategorie das war. Moment, ich muss gerade mal schauen. Beim Lager war es nicht. Wo war es denn? War es bei den Straßen? Ja, natürlich da. Damit wir nämlich hier eben auch entsprechend was mit dem LKW wegfahren können, sollten wir hier eine Straßenladungsstation haben, wo wir das dann eben entsprechend in LKW umfüllen können. Damit wir eben, wie gesagt, von dem großen Ladeplatz dann soweit alles wegbringen können, was im Weg ist. Genau, gut, dann haben wir das auch, und dann fehlt uns eigentlich auch schon nicht mehr allzu viel. Wir brauchen eigentlich nur noch zwei Sachen, die wir jetzt hier hinstellen wollen. Das eine ist zum einen ein Sägewerk, und ich glaube, das war bei verschiedener Industrie, genau, Sägewerk. Und zwar kommt das Sägewerk gleich hier unten dran, aber ich hätte gern den Straßenanschluss auf die andere Seite. Und ich hätte gerne hier
entsprechend. Geht es so? Da muss ich jetzt direkt noch mal schauen, ob das so passt. Sägewerk brauchen wir dann auch noch. Das soll natürlich hierhin liefern. Und eigentlich sollte die Straße da dran vorbeiführen, aber das kriegen wir jetzt auch so gebacken, glaube ich. Genau, wir machen das Sägewerk einfach dahin. Ja, genau. Klassischer Fall von Vorführeffekt. Ich sage noch, das passt schön. Und dann kommen wir nämlich gerade so nicht hin. Ja, das haben wir wieder super gemacht. Ich gehe mal gerade nochmal raus. Dann müssen wir das leider doch nochmal abreißen. Dazu müssen wir dann kurz die Zeit weiterlaufen lassen, damit es auch wirklich weg ist. Und dann probieren wir es nochmal mit unserem Sägewerker. Dann machen wir da so einen leichten Knick rein und hoffen, dass es dann geht. So, jetzt hat das Ganze nämlich auch eine Straße. Und dann müsste man natürlich auch irgendwie hergehen und schauen, dass wir das hier angeschlossen kriegen. Und dazu führen wir das einfach hier so in einem leichten. Schwung vorbei, würde ich mal sagen. Und dann schließt man das einfach da an. So dass das halbwegs sauber ausschaut. Dann haben wir das nämlich auch schon mal dran. Ja, und was fehlt uns jetzt noch zu unserem Glück? Auch hier sollte man vielleicht in weiser Voraussicht einen Parkplatz hinstellen für später. Und vielleicht sollte man dann jetzt hier auch die Straße gleich ein bisschen weiterziehen, damit wir schauen, ob das ausgeht. Den stellen wir jetzt einfach so nah wie es geht da dran. Bisschen ein Stück zurück, damit es keinen Stau gibt. Ja, und dann fehlt uns zu unserem Glück noch eine Tankstelle. Und da habe ich eine gemoddete Tankstelle. Die habe ich einfach nur aus dem schlicht und ergreifenden Grund, dass die ganz schick ausschaut. Die muss man jetzt nicht nehmen. Kann man aber. Optimal wäre die natürlich jetzt hier unten. Wird es mir eigentlich ganz gut gefallen. Da stellen wir die. Nee, oder? Geht es jetzt auf der einen Seite nicht aus oder ist das nur wegen. Achso, das war nur, weil die Straße zu kurz war. Okay, gut, dann lassen wir das mal hier so stehen. Und dann schließt man noch unser Sägewerk an. Ja, und damit haben wir eigentlich alles, was wir dann hier erst einmal brauchen, soweit hingestellt.
Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, da kommen wir dann an entsprechender Stelle später dazu. Aber ich glaube, damit können wir soweit erst einmal. Nein, halt, wir müssen natürlich eine Sache. Ja, sind wir schon soweit? Eine Sache fehlt noch. Und da nehmen wir jetzt auch eine Mod dafür und da hat es simple Platzgründe. Wir brauchen natürlich noch Strom. Und zwar sollte am besten alles, was wir jetzt hier so gebaut haben, Strom abkriegen. Und da sieht man jetzt hier nochmal das, was ich vorhin gesagt habe. Die Bushaltestelle ist, soweit es möglich ist, zentral. Gelegen. Und da können wir jetzt tatsächlich ein Problem kriegen, dass wir hier zu großzügig waren. Nein, das quälen wir tatsächlich nicht. Da gehen wir jetzt hier nochmal raus. Da werden wir jetzt hier tatsächlich nochmal ein bisschen umstrukturieren. Und zwar gehen wir jetzt hier erst einmal hier rein. Und wir verkaufen hier entsprechend erstmal unsere Fahrzeuge. Da machen wir jetzt zwar ein bisschen Verlust. Das macht aber nichts. Es ist nach wie vor alles billiger, wie wenn wir das jetzt hier einfach mit Rubeln geplättet hätten. Noch besser wäre es natürlich gewesen. Ich hätte mir das irgendwie vorher aufgezeichnet. Und dann entsprechend so gebaut, dass es gleich passt. Aber das hilft jetzt nichts. Wir den Holzfällerposten reißen wir nochmal weg. Dann müssten wir das hier wieder kurz weiterlaufen lassen. Und dann reißen wir hier auch nochmal kurz die Straßen ab. Dann machen wir das nämlich hier ganz anders. So, und jetzt warten wir eben schnell, bis der Posten wirklich weg ist. So, dann können wir die Zeit auch wieder stoppen. Und dann machen wir uns hier zwei Hilfsstraßen. Das eine wird die, die hier wegführt. Und dann machen wir die nämlich jetzt hier einfach. Na, das gefällt mir nicht. Die machen wir dann hier gerade. So, und dann schauen wir, dass wir da oben unseren Holzfällerposten hinkriegen. Und zwar nach Möglichkeit so nahe, dass er uns dann eben nicht rausfällt aus der Stromversorgung. Ach na, wie dumm, wie dumm. Da war der Maus. Finger zu nervös. Holzfällerposten. So. Warum geht das jetzt hier nicht? So schaut es eigentlich ganz gut aus. Dann bauen wir das nämlich hier hin. Schließen das Ganze hier wieder mit einer Straße an. Und damit das Ganze dann auch wieder schick ausschaut, stellen wir unser Depot für Straßenfahrzeuge dann entsprechend hier auf.
Und das sollte dann vom Platz trotzdem immer noch reichen, dass wir oh, das geht natürlich jetzt nicht, da müssen wir da noch mal ein Stück wegnehmen. Dann bauen wir nämlich hier entsprechend so die. Na, ich will das hier gar nicht ganz gerade erstmal runter. Dann schließt man das nämlich da so an. Und da kommen wir einfach dann hier so runter. Und dann sollten wir jetzt hier aber hoffentlich safe sein und dann überall den Strom hinbringen. Und wir gehen aus dem Grund halt nochmal hier rein. Ich muss noch mal ein Stück weiter rausfahren, damit wir auch wirklich alles hier so entsprechend im Griff haben. So, damit sollte dann alles Strom haben, was Strom braucht. Ich setze den jetzt hier einfach mal so mitten rein. Und dann schauen wir mal, dass man da auch hier irgendwo noch. Der hat nämlich hier so einen kleinen Fußanschluss. Und den schließt man dann auch an, damit man da notfalls hinkommt, falls er mal anfängt zu brennen oder ähnliches. Das wollen wir natürlich entsprechend nicht, ne? So. Und jetzt gehen wir her und bauen einmal hier und einmal da. Und eigentlich sollte man das Ganze mit ein bisschen System machen. Aber ich übersehe sowieso immer irgendwas, deswegen keine Panik, wir kriegen das dann schon entsprechend geregelt. So, dann brauchen wir noch natürlich unsere Förderbänder. Und auch hier brauchen wir das Förderband. Und dann haben wir hier noch die Firma und hier das Förderband. Und unsere Beladestation. Und noch ein Förderband. Dann natürlich ganz wichtig die Bushaltestelle und selbstverständlich dann eben auch unseren Trafo, Förderband, entsprechend dann die Ziegelfabrik, unsere Ladestation, ganz wichtig. Und dann hier noch die Infrastruktur dazu. Und nicht zu vergessen unsere Tankstelle. Und unsere neu errichtete unser neu errichtetes Fahrzeugdepot. So, dann schauen wir uns das Ganze jetzt hier mal schön aus der Ferne an, wie das Ganze hier alles entsprechend gebaut wird. Das sieht soweit ganz schicki aus. Wir schauen jetzt hier gerade mal noch. Wir haben hier noch den ein oder anderen Weg, der sich gerade aktuell noch nicht bauen will. Deswegen werden wir da mal ein bisschen nachbessern. Achso, ich habe natürlich intelligenterweise hier auch das Dings nicht gebaut. Und wenn ich die Kreuzung nicht baue, dann haut es natürlich auch mit den Wegen nicht hin. Das ist ja ganz klar. Deswegen müssen wir jetzt hier nochmal manuell nachbessern. Aber ich habe ja gesagt, irgendwas ist auf jeden Fall immer dabei, was ich vergessen werde. Und ja, deswegen müssen wir halt entsprechend hier nochmal nachbessern. Aber da ich mich ja kenne, ist das alles kein Problem. Und wir
können die Jose noch manuell bauen. Dafür habe ich dann jetzt hier auch gleich erkannt. Ich habe ja hier noch was Wichtiges vergessen. Und zwar brauchen wir da auch noch einen Weg. Von unserem Sägewerk zum Lager. Und hier vorne haben wir noch den Fußweg. Den hätte ich dann auch ganz gerne entsprechend noch gebaut. So, ansonsten haben wir hier eigentlich soweit alles fertig, was ich jetzt noch ändern werde, weil wir haben ja gesagt, das wird unsere Hauptverbindungsstraße. Und die wollen wir ja mit Licht und Gehweg und hast du nicht gesehen. Und deswegen gehen wir da hier und bessern da nochmal kurz nach. Damit das Ganze auch schick ausschaut. Bisschen was tun wir ja dann doch auch für die Optik. So, und dann haben wir eigentlich soweit alles fertig gebaut. Dann gehen wir jetzt hier mal nochmal kurz in die Pause. Und ich fahre nochmal raus. Und schau, ob die auch hier entsprechend alles erreichen. Das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Überall, wo Arbeiter gebraucht werden, kommen auch Arbeiter hin. Die beiden Kieswerke stören uns nicht, weil da haben wir ja unsere Bagger stationiert. Und genauso oben an der Ladestation, da wird auch mit dem LKW hingefahren. Das ist also soweit kein Problem. Genau, stromtechnisch sind wir, glaube ich, auch gut versorgt. Da haben wir ja geschaut. Da dürfte ich auch nichts verpasst haben. So, und dann müssen wir jetzt hier noch zwei, drei wichtige Sachen machen, die ich sonst immer gerne vergesse. Und zwar ist das einmal den Parkplatz. Da darf bei mir jeder stehen, der möchte. So, ein strenger Starter sind wir dann doch nicht. Deswegen geben wir den erst einmal für alle frei. Momentan ist es eh wurscht. Wir haben aktuell noch nicht mal Bürger, geschweige denn entsprechend Fahrzeuge. Deswegen passiert jetzt da eh noch nichts. Aber nachdem ich weiß, dass ich es hinterher vergesse, stelle ich das lieber gleich ein. Und wir werden dann jetzt hier auch gleich die Gabelstapler kaufen. Weil auch das werde ich, so wie ich mich kenne, hinterher vergessen. Und dann werde ich mich wundern, warum da nichts passiert und unsere komplette Planung ist für die Tonne. So, und zwar, wir fahren hier Zement zum Betonwerk. Das ist die Aufgabe für die Leutchen hier und da fahren wir vom Zementwerk und beladen und fahren das Ganze zur Plattenfertigung und entladen. Und damit wissen die dann nämlich nachher schon, was sie zu tun haben. Und wir haben das schon mal eingestellt und ich kann das dann nicht vergessen, wenn es soweit ist. Ja, und damit ist dann auch schon entsprechend unser Versorgungsgebiet mit Rohstoffen erstmal abgeschlossen. Und darauf werden wir dann alles, was in Zukunft so kommt, aufbauen. Und damit geht es dann in der nächsten Folge weiter. Ich sag an der Stelle danke fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.